Hallo, ich bin Ferhat Keskin, Physiotherapeut und ich habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. Ich wollte in diesem Video einmal das Zermon-Manöver für die linke Seite demonstrieren. Das Zermon-Manöver ist im Internet sehr weit verbreitet. Man findet sehr viele Videos auf YouTube. Man findet sehr viele Handouts, die man sich einfach runterladen kann. Und auch das Zermon-Manöver wird ähnlich wie das Epley-Manöver so dargestellt, als wäre es die einfachste Sache der Welt, als könnte sich jeder einfach selbst behandeln. Als jemand, der in dem Bereich arbeitet, weiß ich, dass auch bei diesem Manöver man unbedingt einen erfahrenen Therapeuten braucht, der mit einem gemeinsam das Manöver macht. Ich will nämlich anhand dieses Modells einmal erklären, warum ich dieses Manöver mit einem Therapeuten machen sollte. Das ist das Gleichgewichtsorgan für die rechte Seite. Wir haben leider nur das Modell für die rechte Seite, aber ich kann euch dennoch ganz gut erklären, warum die Bewegung sehr schwungvoll durchgeführt werden muss. Und zwar, das Manöver ist so, jetzt für die rechte Seite, der Patient dreht den Kopf zur nicht betroffenen Seite, das wäre bei rechts, links, und legt sich auf die Seite. Ihr seht, die Steine fallen nach unten, die sammeln sich unten an. Und die meisten Patienten, die das Manöver alleine machen, die sind ängstlich und aufgrund dessen vorsichtig und zurückhaltend. Wenn ich Angst habe, mache ich es natürlich langsamer. Das heißt, der Patient muss jetzt schnell sich zur anderen Seite drehen, denn die Steine müssen zum Y. Jetzt guck mal, wenn ich es langsam mache, was passiert. Ich bewege mich langsam nach oben. Die Steine fallen zurück. Ich mache das nochmal. Ich lege mich wieder auf die Seite. Die Steine sammeln sich unten an. So. Ich will die Seite zum Y. Das heißt, wie ein Eimer voller Wasser muss ich es schnell machen. Und jetzt seht ihr, wenn ich es schnell mache, überbrücke ich quasi den Winkel, wo die Steine zurückfallen würden und die Steine fallen dahin, wo ich sie haben will, beim Y. Das ist ein Grund, warum man es mit einem Therapeuten machen sollte und ich werde es einmal demonstrieren und euch zeigen, was noch viele Menschen bei der Selbstbehandlung falsch machen. Ich lege einmal das Ohr weg. Das Zermon-Manöver für die linke Seite. Bei dem Zermon-Manöver dreht der Patient seinen Kopf zur nicht betroffenen Seite, das ist rechts in diesem Fall, legt sich auf die betroffene Seite, in diesem Fall links. Der erste Schritt muss nicht schnell sein, ihr habt auch beim Modell gesehen, ich lege sie hin, die Schwerkraft wird dafür sorgen, dass die Steine sich alle unten ansammeln. Das heißt, du legst dich erstmal auf deine linke Seite. Auch hier wird sie einen akuten Schwindel haben. Auch hier werden die Augen springen, der sogenannte Nystagmus. Guckt euch bitte unbedingt das Epley-Manöver an. Dort blenden wir ein, wie der Nystagmus aussieht. Wir behandeln hier die linke Seite. Das heißt, wir erwarten, dass der Nystagmus hochschlägt und sich nach links dreht. Also ein hochschlagender, nach links drehender Nystagmus. Und wir warten, bis der Schwindel und der Nystagmus aufhört. Und generell, der Erfinder Zermon empfiehlt einfach eine Minute. So, nach einer Minute muss ich die Patienten schwungvoll auf die andere Seite bringen. Ihr habt es gerade am Modell gesehen, es muss schnell gehen. Erstens und zweitens, der Kopf darf sich nicht bewegen. Und fast alle Patienten drehen den Kopf weg. Denn wenn man diese Bewegung schnell macht, landet man auf dem Gesicht und jeder Ausreflex dreht den Kopf weg. Das heißt, meine Rolle als Therapeut ist, den Kopf fixieren und den Kopf beschützen. Ich zeige euch einmal, wie man das macht. Ich benutze meine Hand. Meine untere Hand lege ich unter dem Hinterkopf, meine andere Hand lege ich auf die Stirn und ihr seht, ich beschütze mit meinem Unterarm Nase und Gesicht. Die Patientin hält sich an mir fest, benutzt mich als Hebel, denn das Ganze muss schnell gehen, also ich brauche sehr viel Schwung und ich als Therapeut muss darauf achten, dass ich hier nicht hängen bleibe, das heißt immer vor die Beine stellen. Und ich mache es nochmal, leicht den Kopf hin. So, genau. Ich beschütze die Nase. Ich zähle bis drei. Ich hebe dich leicht an und du benutzt mich als Hebel und schmeißt dich auf die andere Seite. Ja? Du darfst mich während der ganzen Bewegung festhalten und ich zähle bis drei, dann geht's los. Also, eins, zwei und los. Genau. Und spätestens hier merke ich als Therapeut, das ist nicht so rückenfreundlich. Und bitte dann die Patienten kurz mich loszulassen. Komm an das Kopfende. Wieder eine rückenfreundliche Haltung für mich. Und, aber auch hier, die Patientin wird Schwindel haben.
Und da ist wieder sehr wichtig, dass ich als Therapeut die Patientin beruhige, der Patientin sehr viel Halt und Stabilität gebe. Und denn auch hier hat sie wirklich das Gefühl, dass sie von der Bank runterkippt. Ja? Und auch hier warte ich eine Minute. In dieser Minute, denkt noch mal an unser Modell, in dieser Minute werden werden alle Steine ganz unten ankommen, wo wir sie hinbringen wollen. Und nach dieser Minute setze ich die Patientin hin. So, sobald du sitzt, den Kopf frei bewegen. Das war das Zermo-Manöver für die linke Seite. Guckt euch bitte die Videos mit dem Epley-Manöver an. Ich würde immer das Epley-Manöver empfehlen, primär. Es ist einfach kundenfreundlicher. Die Bewegung ist sanfter, das Ganze ist einfach geschmeidiger und angenehmer für den Patienten. In der Regel reicht das Epley-Manöver, also 90% der Fälle reicht es mir. Nur hartnäckige Fälle behandle ich mit dem Zermo-Manöver. Und ich habe immer wieder betont, warum ihr es unbedingt mit einem Therapeut machen solltet. Also auch hier, geht auf unsere Website www.ivrt.de. Dort findet ihr alle Therapeuten, die von unserem Institut ausgebildet und zertifiziert wurden. Holt euch eine Verordnung vom Arzt. Auf der Seite steht ganz, ganz genau, was der Arzt verordnen muss, damit die Therapie bezahlt wird. Die Kasse zahlt's. Wir haben kompetente Kollegen. Auch in diesem Fall gibt es keinen Grund, warum man sich selbst behandeln sollte.